Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Wir machen weiter und suchen jetzt erstmal eine neue. Warte mal, Standard-Kits sind die nicht aufgehoben worden? Ach, komm. Das müssen wir als erstes mal checken. Nein, das hat es natürlich nicht abgespeichert. Ja, scheiße nochmal. Okay, so, zack. Dann suchen wir uns jetzt erstmal die nächste Mission raus. Das wäre die Hauptmission, also gehen wir da auch erstmal lang. Ja, genau das machen wir jetzt. Let's go, let's go! Okay, gerade mal geguckt, ob da irgendwie was lag. Die sind schon wieder nicht am Trainieren. Aber vielleicht sind sie jetzt auch mittlerweile so heftige Boys und Girls, dass sie gar nicht mehr trainieren müssen. Das kann natürlich auch sein. Dass man die beiden deswegen nicht mehr sieht. Oho! Ned. Danke, Norman. Ich bin unterwegs. Ich wusste, das gefällt dir. Alter Schwede. Ach du Kacke, Leute, zieht euch das mal rein. Wie verpixelt es ist. Jetzt mal ganz ernsthaft, Mann. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie kann das Spiel, also grafisch, nicht so ansprechend sein wie in Star Wars? Und tot. Einfach tot. Tot, tot, tot. Das ist ja umgebracht. Aber sie ist natürlich trotzdem die Gute. Unfassbar. Wow. Das frage ich mich echt. Also, wie kann das nicht so grafisch gut sein wie Star Wars? Was für mich auf den ersten Blick zumindest so ist. Oder täusche ich mich? Alles klar, ich bin in Position. Ich warte hier auf dich. Faith, wo steckst du? Oh, hey, Noah. Faith hilft mir hier. Let's go! Go, Ninja! Oh, da hat er schon Zeit liegen lassen. Da hat er schon Zeit liegen lassen. Und da rennt er, da rennt er, da rennt er, da rennt er. So, ein bisschen mal den Turbo nutzen hier. Wie, ich habe jetzt schon nur noch 2 Sterne? What the fuck? Oh, what? Wo stirbt sie gerade? Oh! Ich war gerade in Faith drinne. ja. Keine Ahnung. So. Kurz nochmal den Wegpunkt setzen. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, das war jetzt eine Herausforderung. Da würde ich jetzt sagen, muss man sich wahrscheinlich selber schnell den Weg suchen, um ja, das schaffen zu können. Weil den normalen Weg, der angezeigt wird, der ist zu langsam. Der ist definitiv zu langsam, das haben wir ja gesehen. Selbst wenn man das ohne Fehler macht, keine Chance. Deswegen müsste man sich wahrscheinlich selber einen Weg suchen. Oh scheiße. Ich muss es einsammeln. Ich muss es tun. In der Nähe ist eine Verdienstmöglichkeit. Nein, das wollte ich gar nicht machen eigentlich. Vielen Dank für die Abholung dieses Pakets. Der Absender hat die Lieferkoordinaten bereitgestellt. Das wollte ich doch gar nicht machen. Eigentlich wollte ich es nicht machen. Aber egal, machen wir es jetzt. Wir müssen da eh in die Richtung. Da links war noch ein Steuerschiff, glaube ich.
Komm schon! Nee, oder? Das mache ich nochmal neu. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, ne? Alter! Das ist ja knapp. Das ist halt so das Ding, wenn man sich nur auf die Vision verlässt. So wie ich das gerade noch tue. Mal gucken, ob ich das irgendwann später ablegen werde. Ich weiß nicht. Ich brauche erstmal ein bisschen Selbstvertrauen hier im Spiel an sich. 100% mit der Steuerung bin ich noch nicht. Gucken, ob es diesmal klappt. Ne, alles klar, kann ich jetzt schon vergessen. So, ich glaube, für die anderen Missionen lassen wir es halt. Für die anderen Missionen muss ich, glaube ich, zu diesen Dingern, oder? War das nicht so in der Beta? Kann ich es absprechen? Abbrechen, bitte. Das wird schon nichts mehr. So. Ah, da oben. Ja? Hey, ich bin's. Hi. Na? Bist du das? Wie geht's dir? Wie's mir geht? Wo zum Teufel bist du? Bist du in Glass? In der Stadt herrscht Riesenchaos. Passiert schon nichts. Ich bin in Glass. Ich wollte einfach nur deine Stimme hören. Sag mir, wo du bist. Ich schicke jemanden, der dich abholt. Diese Aufrührer bringen da draußen Menschen um. Nein, nicht die Aufrührer. Die von Kruger sind. Die sind schuld. Wie auch immer. Es ist nicht sicher. Sag mir, wo du bist. Nein, es ist besser. Ich werde sie bekämpfen. Morton Connors wollte, dass wir friedlich bleiben und wurde ermordet. Genau wie seine Frau. Und wer weiß, was mit den Kindern ist. Ich muss gehen. Thunder! Ups. Ich sag's gerne nochmal, Batman, zieh dir das rein. Guck mal, wie schnell das geht. Der macht ja immer so eine Show in seinem Spiel, weißt du? Okay. Unruhestifterin, mithilfe der Glitchware, die dir Nomad geschickt hat, kommst du jetzt durch die Lüfter der bei Station C4. Es sieht außerdem so aus, als arbeitet er an einem neuen Plan, der irgendwas mit dem Konglomerat zu tun hat. Wenn es eines gibt, worauf du dich verlassen kannst, dann darauf, dass er dich immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Also, was ist los? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet. Sowas in der Art. Okay, hör zu. Krugersack hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Und sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Krugersack wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würde selbst machen. Aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Oh, ihr könnt trotzdem immer noch nichts. Nein, seitlich. Jetzt hast du mir meinen geilen Move versaut. So.
Nomad, ich bin bei der Antenne. Also wenn ich das hier jetzt einfach ausreiße... Perfekt, es hat funktioniert. Das Ding schaltet sich ab. Cool, der Punkt geht an die Guten. Und K-Sec schickt Verstärkung. Du solltest zusehen, dass du von da verschwindest. Und zwar schnell. Alles klar. Ist klar. Faith, ich hoffe sehr, du bist nicht mehr in der Nähe dieser Antenne. Oh oh. Schnell weg hier, Faith. Versuch aus der Reichweite ihrer Scanner zu kommen, Faith. So kannst du sie abschütteln. Wow, oh, scheiße. Fast weg. In dem Fall. Der neue Move ist geil. Der macht Laune. Am Arsch, Junge. Kannst mich mal... Geht dich gar nichts an. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Wow. Ah, da bist du ja. Was gibt's denn? Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier reden. Wenn du damit deine Schulden bei Dogen bezahlen willst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anchor, der sich mit Gridware auskennt. Ihr Name ist Plastic. Bring ihr das Laufwerk. Plastic? Ja, Plastic kann ein bisschen... Vergiss es. Geh zu ihr, mal sehen, was dabei rauskommt. Ausrüstung brauchen, um nach Anchor reinzukommen. Geht zu Icarus. Er kümmert sich drum. Steht die Einführung von Reflection kurz bevor. Und ich kann Ihnen versprechen, dass diese revolutionäre Technologie unser aller Leben verändern wird. Jetzt mach schon, Faith. Ich will darfst du nicht mal zuhören? Aber erst, wenn wir wissen, was es ist. Okay, Entschuldigung. Ich hau ja schon ab. Es geht mit der Mucke ab, da. Wisst ihr, was geil wäre? So in letzter Zeit kommen ja immer wieder neue Gerüchte auf zu irgendwelchen Videospielverfilmungen. Ich fände Mirror's Edge wäre auch ein richtig geiles Thema. Eine richtig geile Welt zum Verfilmen, oder? Was meint ihr? Oder bin nur ich der Meinung? Ich weiß nicht. Ich fände es voll geil. Das könnte man optisch super geil machen. Stell euch einfach mal nur das im Stile von Casino Royale am Anfang an. Vor. Oder falls die Filme jemand kennt, Ghetto. Wie hieß der? Ghetto Gangs? Hieß es Ghetto Gangs 1 und 2? Bezirk 13? Diese französischen Filme kennt die jemand? Sind jetzt nicht die absoluten Überfilme. Ah, genau! Ich weiß, wie ich mehr Leute drauf bringen kann. Es gibt doch einer der letzten Filme von Paul Walker, war Brick Mansion. Das war ein Remake von dem ersten Teil, so zusammengeschnitten so ein bisschen. Und die Filme hatten ja auch sehr, sehr viel Parkour mit drin, was auch ganz geil war. Endlich! Noah meinte, du hast was für mich? Ja, das hier. Leg es an. Achte darauf, dass du es nur an stabilen Stellen befestigst. Dann springst du und schwenkst. Im Grunde ganz einfach. Ernsthaft jetzt? Ist ja voll geil. Macrobe. Oh, Alter. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Alter Schwede. Das
gefällt mir. Ziemlich simpel, hm? Probier es einfach ein paar Mal aus, bis du den Dreh raus hast. Das ist ja mal nice. Das ist ja mal richtig nice. Davon wusste ich gar nichts. Haben dir das jemals gezeigt in einem Let's Play, sag ich schon? In einem, ist hier noch was holen? Nee. In einem Gameplay? Ich weiß es gar nicht. Boah, Alter, was ist das für ein Graphic-Effekt hier? Also wie gesagt, würde ich auch cool anbieten, meiner Meinung nach. Also gerne einen Film davon. Wir müssen halt im Vergleich zum ersten Teil die Story verbessern. Muss man einfach mal so sagen, die war im ersten Teil... die war nicht so geil. Die war sehr, sehr simpel. Wie war die nochmal genau? Aber ich bin sowieso gespannt, was die daraus machen, weil im ersten Teil ging es ja auch viel um ihre Schwester. Denn passenderweise, für die Leute, die das nicht wissen, ihre Schwester, die man ja jetzt auch schon öfters gesehen hat, arbeitet bei der Polizei. Und sie halt ist halt in der Welt kriminell. Was natürlich zwangsweise zu Spannungen und Problemen führen kann. Und im ersten Teil war das so. Oh. Kommt da was? Im ersten Teil war das, glaube ich, so, dass ihrer Schwester irgendwas unterstellt worden ist. War das nicht so? Boah, auf jeden Fall wurde sie irgendwie in die Scheiße geritten, zu Unrecht. Und dann musste ihr sie musste Faith ihr helfen, meine Fresse, Mann. Und viel mehr Story gab's auch nicht. Also es war ein bisschen schwach auf der Brust. Jetzt schon. Wie das gemeint ist. Oven Donkeys Ehrenrunde. Okay. Alter, was ist denn hier los? Optisch, was geht denn jetzt ab? Alter, was geht denn jetzt ab? Ja, zieh dich hoch, was ist denn los hier? Cheaterei ist es. Ich werd betrogen. Live on tape. Wieder nur einen. Okay, zwei sind möglich. Zwei Sterne wären, glaube ich, für mich möglich. Also sehr sicher sogar. Beim dritten wäre ich dann schon wieder nicht so sicher, wenn man dem normalen Weg folgt, oder? Ich weiß nicht. Division Beförderung Klasse 3. Mhm. Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Alter, was geht denn hier ab optisch? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas richtig Wichtiges vergessen habe für die Story. Also, wie gesagt, die war echt nicht so pralle. Ja, wie gesagt, ihre Schwester wurde in die Scheiße geritten, dann musste er sie helfen. Noah war auch mit im Spiel, hat den beiden geholfen, Anweisungen gegeben. Und da steckte dann irgendeine Organisation hinter, bla bla bla, sowas. Halt, so eine Story halt war, wie gesagt, nichts so geiles. Und deswegen mal schauen. Oh! Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Ja, Junge.
Lag hier nicht auch noch irgendwas, bevor ich hier rüber gejumpt bin? Wo war denn das? Auch ein bisschen komisch, ab und zu mal hier Menschen zu sehen. Na gut, okay. Ich will es nicht weiter hinauszögern, denn die Missionen werden wir erst beim nächsten Mal angehen. Die Folge ist auch lang genug wieder. Ist da noch was zum Einnehmen? Nee, oder? Ich weiß nicht, oder? Klettern Sie mal nach oben, bitte. Macht sie es? Aha. Okay. Also, wie gesagt, das war's dann an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Und falls ich noch irgendwas wirklich Wichtiges vergessen habe für die Story vom ersten Teil, jemand kann mich da korrigieren oder ergänzen, dann macht das doch gerne. Aber das war so grob, also es war, wie gesagt, daran seht ihr das. Also ich liebe den ersten Teil, ich liebe den ersten Teil. Ich war auch einer der wenigen, der den zu Vollpreis gekauft hat. Ja? Zu der Zeit war noch nicht das fette YouTube Money am Start. Und man war sehr, sehr schnell durch mit dem Spiel, aber trotzdem habe ich es gerne gemacht. Um dieses Spiel einfach zu unterstützen, weil es einfach was ganz anderes ist. Es gibt es einfach kein zweites Mal. Es gibt es kein zweites Mal vom Gameplay. Ist einfach Fakt. Wie gesagt, Dying Light ging so in die Richtung, erreicht es aber nicht. Wollte es auch gar nicht, ist auch logisch, aber trotzdem. Und zu der Zeit war ja sowieso EA ganz geil am Start. Das war ja, glaube ich, das gleiche Jahr, wo Dead Space 1 rausgekommen ist. Und ja, deswegen, aber es sagt trotzdem alles, oder ich bin einfach zu dumm und vergesslich. Kann auch sein, dass ich mich deswegen nicht mehr so krass erinnern kann. Naja, also gerne, wie gesagt, ergänzen und eure Meinung mal zu einer Verfilmung von Mirror's Edge. Wäre doch geil, oder? Wäre geil, gerade von diesem Art-Stil. Naja, gut, das war's. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, unterstützt es. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.